Und zwar, es geht um die Shredder-Affäre. Ein bisschen Kontext dazu. Im Mai letzten Jahres, also circa vor eineinhalb Jahren. Perfect timing eigentlich. Vor circa eineinhalb Jahren, gell, Dani? Hat ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts, der türkisen Regierung, oder damals türkis-blau, aber er ist ÖVPler, ein Mann namens Arno angeblich, oder unter Arno M. Das unter falschem Namen, hat er zwei Festplatten schreddern lassen unter falschem Namen und hat die Rechnung dann nicht gezahlt, weswegen das Ganze aufgeflogen ist. Und das ist so dumm, by the way. Ich glaube, das habe ich ihr letztes Mal auch schon gesagt. Okay, aber das klingt einfach wirklich wie etwas, was jemand mit dem Namen Arno machen würde. Das ist so dumm. Am I wrong? Nein, stimmt, ey. Arno M. Arno wirkt wie jemand, der ist so, ja, die Festplatten schreddern, ja, mach ich, kein Problem. Das Problem. Oh, die Rechnung muss ich auch, hätte ich auch zahlen müssen, aber er hat mir ja gesagt, nee, das gibt's ja wohl nicht. Du hast gesagt, falschen Namen, hast du nicht gesagt, Rechnung zahlen. Ja, super. Vorhinein, okay, muss man schon sagen. Also halt, ach ey, Sebi, jetzt habt ihr dieses nicht so. Level, wenn du dieses Level an Inkompetenz hast, dann solltest du halt für so einen Job nicht beauftragt werden. Ich finde, du solltest einfach öffentlich exekutiert werden, wenn du sowas. Okay, aber ganz ehrlich, wenn du dieses Level hast, das war ein Scherz. Wenn du dieses Level an Inkompetenz hast, dann passt du gut in eine österreichische Regierung. Ja, also nicht mal, das soll jetzt nicht mal so ein edgy Witz sein, so Inkompetenz. Das ist ein komplett edgy Witz von dir gerade. Inkompetenz ist. Aber Jonas immer mit seinen edgy Witzen. Eine der zentralen Qualifikationen. Okay, zurück zum Hasskapitalismus. Gut, das ist aufgeflogen, dass diese zwei Festplatten geschreddert wurden unter falschem Namen. Sehr kurz bevor die Ibiza-Videos veröffentlicht wurden. Und Sebastian Kurz hat gesagt, nein, das waren eigentlich nur Druckerfestplatten. Und was heißt Druckerfestplatten? Festplatten von einem Drucker. Einfach Informationen, die an einen Drucker gesendet werden. So Zwischenspeicher. Und die wurden geschreddert. Das ist normales. Das ist normal in der Regierung. Ist auch normal, dass man einen falschen Namen angibt und dann die Rechnung nicht bezahlt, wie man. Ja. Und da kann ja keine Info zu Ibiza drauf sein, weil, und das ist wirklich das Zitat, man kann ein Video ja nicht drucken. das ist super, da kann man nichts dagegen sagen. Er hat recht, Videos kann man nicht drucken. Ich stelle mir schon so vor, wie Sebastian Kurz im Interview ist so. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie, wie dumm Sie gerade rüberkommen? Kann man Videos drucken? Beantworten Sie die Frage. Kann man Videos drucken? Kann man Videos drucken? Das ist meine Frage an Sie. Kann man Videos drucken? Okay. Meine Antwort dazu ist nein. Nein, Videos kann man nicht drucken. Tja, von daher. Daher sind wir unschuldig. Ja. Auf dem Festplatten man nichts drauf. Oh shit. Das Verfahren oder die Recherche dazu wurde dann eingestellt, weil. Very nice. Weil nichts nachgewiesen werden konnte, weil die Information auf den Festplatten ist halt weg. Die wurde halt geschreddert, was soll man tun? Voll. Und jetzt ist aber vor ein paar Tagen neue Information aufgekommen. Die Quelle dazu ist, sofern ich das gesehen habe, ich habe ein bisschen rumgesucht, leider die Kronenzeitung. Von daher. Die Kronenzeitung ist ur-reliable, ich weiß nicht, das was das Problem ist. Wenn man so viele Leser und Leserinnen hat, muss man eigentlich eine gute Zeitung sein. Aber man muss schon sagen, dass die Kronenzeitung viel so Sachen kaufen, wo sie wissen, dass es irgendwie dann so interessant ist. Du meinst Information kauft oder halt? Ja. Ja, sowieso. Das machen sie schon. Wie gesagt, so Investigativmodus. Ich hab dann auch, worum es geht in einem Artikel, ist, dass diese Festplatten analysiert wurden nach ihrer Seriennummer und anscheinend waren das doch keine Druckerfestplatten, sondern Computerfestplatten. Shocker, beziehungsweise Leute, Shocker. Aber ganz kurze Frage, kann man Videos auf diese Festplatten drucken? Das ist jetzt die, wenn es keine Druckerfestplatten sind. So kennt ihr dieses Video von Ursula Stenzel, wo sie einfach so, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie hat so 500 irgendwie Gigabyte. Ja, das Zitat. sie hat gesprochen von 38 Gigabyte CO2-Ausstoß. Yeah. Es ist eh lustig, jedes Mal, wenn sie aufkommt, sind die Kommentare immer so, ja, wenn sie jetzt zur Wienwahl antritt, wie viele Stimmen will sie? 38 Gigabyte Wählerstimmen, oder? Das ist so, dass wir uns die ganze Zeit in unserer Freundesgruppe klauen und wenn wir einmal was Dummes sagen. Ja, wirklich. Das ist einfach, Ursula Stenzel hat das dümmste 38 Gigabyte. Das die Österreicher sind einfach so, wenn du einmal was Dummes sagst, wird das für immer dir sagen. 38 Gigabyte Wählerstimmen, Bruder. Genauso wie 38 Gigabyte gedrucktes Videomaterial. Bro, aber das ist halt, weißt du, und das Ding ist, was halt so verrückt ist bei diesen ganzen Themen,
Erstens der Fakt, dass es halt extrem shady ist und dass wir überhaupt mal nur davon erfahren, was man sich bewusst sein muss. Wir erfahren ja nur davon wegen einer massiven Inkompetenz. Ja, ja. Ich meine, diese Inkompetenz, Ibiza genauso. Diese Inkompetenz ist so gigantisch. Ich pack nicht, wie man so dumm sein kann. Dass es schon atemberaubend ist. Ja. Und die anderen Sachen, die nicht, ich meine, es ist ja nicht jeder so unfähig, nehme ich mal stark an. Hoffentlich. Das heißt, die meisten Skandale erfahren wir einfach überhaupt nicht. Und zweitens, weil wir so ein Kurzzeitgedächtnis haben. Jetzt haben wir zum Beispiel rausgefunden, okay, das waren doch Festplatten von einem Computer. Da ist ganz klar versucht worden, etwas zu vertuschen. Es gibt sonst gar keinen anderen Grund. Ja. Auch der Fakt, dass er einfach kurz gelogen hat. Aber es ist halt, es ist egal.